Bitteschön. Und zwar, Chefmaster urteilt davon, wenn man auf Hochzeiten eingeladen wird, die gemischt sind. Aber wenn man diese Hochzeiten nicht besucht, sind das ja enge Familien und der Familienbund geht kaputt. Was ist das Urteil oder was ist die Verpflichtung für eine Person, wenn er erstmal zu einer Heirat eingeladen wird? Walima, wie wir das nennen, oder eine Hochzeit? In der Religion ist nach den meisten Gelehrten das verpflichtend, wenn man eingeladen wird, dass man hingeht. Nach den meisten Gelehrten, Jumhur al-Ulama, ist es verpflichtend, dass man hingeht. Mit Bedingung. Welche Bedingung? Dass dort nichts gemacht wird, was haram ist. Jetzt schaut mal unsere heutigen Hochzeiten. Okay? Wie nenne ich die heutigen Hochzeiten? Disco ohne Eintritt. So. Was passiert dort? Männer und Frauen, ja hella. Sie zieht den kürzesten Rock an und er hat das beste Fernglas dabei. So sind die Hochzeiten heute. Dann spielen sie Musik, Sujuk Tarkan, Oiname Shikidim, Shikidim. Und es wird geklatscht und es wird gelacht. Und man darf auch die fremden Frauen leicht berühren vor den Augen des Vaters, der Youth, der keine Ehre und keine Religion für seine Töchter hat. So sind die Hochzeiten. Und unter dem Tisch wird manchmal auch was getrunken? Alkohol. Raki. Ist zwar keine Pfandflasche, aber es wird getrunken. All dieses passiert auf den Hochzeiten. Halal oder haram? Haram. Das heißt, derjenige, der eingeladen wird, kann jetzt nicht sagen, es ist meine Pflicht hinzugehen. Wir sagen doch, allgemein ist es deine Pflicht mit der Bedingung, es gibt dort kein Haram. Weil Allah hat uns nicht erlaubt, Haram zu machen. So. Und insofern, nein, hier darfst du nicht hingehen. Darf man, was kann man machen? Wir wollen ja auch Alternativen geben. Nicht nur sagen, das ist Haram, sondern auch Alternativen. Man kann zum Beispiel, bevor die Hochzeit stattfindet, kann man zu denen nach Hause gehen und sagen, möge Allah eure Ehe segnen und bitte achtet auf 1, 2, 3 Sachen, dass man ihnen auch einen guten Ratschlag gibt. Du Khalas. Dann habt ihr etwas sehr Schönes gemacht. Ihr könnt auch ein Geschenk geben, kein Problem. Das alles könnt ihr machen. Aber im Haram zu unterstützen, das dürfen wir auf keinen Fall machen. Na? Und du darfst auch nicht hingehen zu so einer Hochzeit. Deswegen, ja, Ikhwa, passt auf. Allah hat das zwar, wie die Gelehrten sagen, es ist verpflichtend hinzugehen, jedoch nicht, wenn dort Haram passiert, wallahu ta'ala ala wa ala. Bitteschön.